Willkommen zu einem neuen Video von Lakim LOL. Wir haben, also die Leute, die die Rennen gefahren sind, haben den 2024er Ford Mustang GT freigeschaltet. Und im letzten... Nee, ich habe euch noch nie den hier gezeigt, glaube ich. Doch, den habe ich... Nee, den habe ich selber getuned. Nee, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Aber wir schauen uns jetzt den Ford an. Letztes Mal habe ich euch ja den BMW gezeigt und habe euch ja schon angekündigt. Den bin ich noch gar nicht gefahren. Der ist heute Nacht freigeschaltet worden. Und so sieht er dann aus. 5,0 Liter, also 5 Liter. Wahrscheinlich V8, oder? 5 Liter V8. Das hier hinten aussieht. Richtig nice. Richtig nice. Zweitürer. Wer hätte das gedacht? Wartet. Ich mach kurz hier alles zu. So. Jetzt setze ich mich mal hier hin. So. So sieht er von innen aus. Zumindest mit ausgeschaltetem Display. Ja. Oh, die Innenanzeigen funktionieren auch. Cool. Würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Testfahrt, bevor wir ihn tunen. Danke, dass du das für mich direkt noch ein bisschen vorbereitet. Danke. So. VA. Der sieht doch so kantig aus. Richtig gut aus. Auch die zwei Rückleuchten. Das sind dann meistens bei den Blinkern so, dass dann quasi so erst die mittlere, also die hinterste Rückleuchte, dann die mittlere und dann die vorderste Rückleuchte halt so einen Streifen darstellen soll. Und dann quasi, ja. Wie kantig das hier ist. Da sieht man es doch mal, dass die Rückleuchten eigentlich einen rechten Winkel haben. Oh, der hat mal ausnahmsweise mehr als 4 Gänge, okay. Gut, dann würde ich sagen, ich habe ihn genug Probe gefahren. Wir teleportieren uns wieder zurück zu unserem Haus, nachdem es fertig war mit Ruckeln. Und ich würde sagen, tune ihn dann da auf. So, zack, Tuning. So. Auf jeden Fall die Semi-Slicks, also Semi-Slicks. Diese. Ich würde den hier nehmen, ganz ehrlich. Hört sich irgendwie Muscle-Car-mäßiger an. Meiner Meinung nach. Wir können Turbo-Aufladung machen. Machen wir. Wir können Bodykit dran machen. Boah. Alter Schwede. Was hat sich hier Playground Games überlegt? Boah. Das ist eigentlich schon eine richtig saftige Einladung, das darauf zu tun. Eigentlich würde ich ihn... Kann ich halt keine zwei holen davon, sonst hätte ich einen mit Bodykit und einen ohne. Wir machen mit Bodykit. Obwohl. Ne, machen wir ohne. Sorry an die Leute, die Bodykit haben wollen, aber ich mag es irgendwie echter. Also klar, es ist auch echt, aber realistischer. Gut. Wer hätte das schon erwartet? Oh. Das sieht natürlich gut aus. Ja, genau. Ja, und einmal ohne Lippe.
Ich mach das. Also wenn man will, kann man bei diesem Auto übertreiben. Das finde ich cool. So, statt die Sportreifen, die Semislick. Schön verbreitern hier. Ich würde gerne ans Ende von S1 kommen. Eigentlich ist 800 ganz gut, aber trotzdem, ich werde erstmal ans Ende von S1 gehen. Zack. So. Erstmal mache ich die Federung. Das machen wir auch direkt. Zack, zack. Rennen natürlich. Zack. Und jetzt können wir die Verbreiterungen machen. Zack. Zack, zack. So, jetzt geht's ans Getriebe. Ich würde jetzt nicht unbedingt groß auf den LI achten. Was ist mit dem Viergang hier? Oh, der würde alles besser machen, außer die Beschleunigung. Halt. Ah. So. Machen wir. So, dann machen wir das hier. 7,3 Kilo. Alter Schwede. Machen wir. So, Rennen. Sportrennen natürlich. Danke. So, dann würde ich mal sagen, natürlich bessere Bremsen. So, Federungen sind da. Stabis sollten natürlich rein. Kann ich dann später einstellen. Auf jeden Fall ein Überrollkäfig. Meiner Meinung nach muss da ein Überrollkäfig rein. Und natürlich, wie viel wiegt das Ding? 300. Dazu muss ich doch erst wissen, wie viel das Ding wiegt. Dann machen wir rein. So. Und jetzt Leistung. Ich will ja auf das Ende von S1 kommen. So. Erstmal. Nockenwelle, auf jeden Fall. Zack. Dann Turbolader. Auf jeden Fall auf eine bessere Stufe. Es ist Racing Turbo mit Anti-Lag. Nee, das machen wir nicht. Zack. So. Nockenwelle habe ich schon gesagt. Dann Auspuff. Der hört sich irgendwie ganz gut an. Dann das hier. Ach, das Handling ist wieder mal maximal für die Mülltonne. Sorry, aber... Wir bleiben hier auf S1. Ja, na dann, würde ich sagen... Ich könnte das noch auf Full Slicks auftunen. Lassen wir aber. Zack. So, und jetzt noch das Wichtigste, die Farbe. Ich werde das wahrscheinlich im Nachhinein ein bisschen auf 800 tunen, aber jetzt habe ich mich hier komplett ausgetobt, das, was ich haben will, aber natürlich für Rennen. Und ich überlege mir, dieses Fahrzeug für Rennen zu nutzen. Es umzutunen, beziehungsweise auf 800 zu lassen. So. Gelb. Oh, das nehmen wir. Eigentlich schon entschieden. Das Rot ist zwar auch cool, klar, ist meine Lieblingsfarbe. Eigentlich schon entschieden. Damit ich den Überrollkäfig nicht so sehe. Und die Felgen hätte ich auch umtieren können. Vielleicht in Carbon. Jetzt warten wir erstmal.
Entschuldige. So. Räder. So. Oh, das hätte nicht... Warum verbindet sich da gerade meine ganze Festplatte... Ich weiß, ihr seht es nicht, aber... verbindet sich gerade meine komplette Festplattenbelegschaft. So. Sind wir drin im Spiel? Oh ja. Schön. So, jetzt. Wo sieht das so komisch aus? So, das Weiß kann man gar nicht ändern. Ja, gut. Doch, jetzt schon. So, nehmen wir. Carbon. Oder? Nehmen wir. Zack. So. Dann würde ich sagen, wir sind fertig und ich fahre mal raus mit dem Ding. Auch wenn dieses Ding wahrscheinlich unfahrbar sein wird. So. Ich glaube kaum, dass man hier dieses Fahrzeug ist wirklich frisch rausgekommen heute Nacht, beziehungsweise gestern Nacht, je nachdem, wie man es sehen will. Erstmal Sound. Der Turbolader. Der Sound ist wirklich sehr, sehr krass. Wahrscheinlich müssen wir Getriebe einstellen. Hackerantrieb ist natürlich klar. Und wir stellen zuerst das Getriebe ein, beziehungsweise erstmal holen wir uns ein paar XP. 1000 XP. Hier gibt es gar nicht mal so viel. So. So. Jetzt stelle ich das hier alles ein. Also mit alles meine ich nur das, was ich kenne. Wir können uns mal hier das Sechsgang, wenn wir schon Sechsgang haben, auch die kompletten Sechsgang nutzen. Können wir nix einstellen? Okay. Also bei Aero. Wie gut wir um die Kurve sind irgendwie. Also man braucht nicht einfach nur rausdrehen. Kann es sein, dass das zu leicht auf der Hinterachse ist? Also dass ich mehr Anpressdruck brauche? Ja. Vielleicht bauen wir da doch Allrad rein oder so. Oder wir lassen ihn auf 800. Ah gut, jetzt habe ich ihn schon umgetunt, jetzt lassen wir gar nicht auf 800. Ich werde ihn wahrscheinlich nie gesagt auf 800 lassen. Aber driften kann man mit dem Ding echt gut. Das muss man lassen. Ja, okay. Wie man halt mit einer Rennfederin driften kann. Egal. So. Jetzt geht's aber... Machen wir doch das gleich. Das Rennen hier gleich da vorne. Ich versuche auf dieses Video... You have arrived at your destination. Wir machen heute zwei Rennen oder so. Aber ich werde das Ding wieder zurück auf 800 tun. Auf S1 875 ist nicht sehr gut. Also wir können es ja so machen. Wir machen jetzt das Rennen hier. Tun das dann um nach diesem Rennen auf ein 800 Aufbau. Und fahren dann nochmal das gleiche Rennen. Ich muss mir halt nur merken, welches Rennen das war. Und das wäre zum Beispiel eine Idee, dass wir erstmal den S1 875er Aufbau testen und dann den 800 Aufbau testen. Und wenn ihr es in die Kommentare schreibt, dann können wir auch gerne ein maximal verrücktes Auto daraus bauen. Mit diesen ganzen Heckspoilern und so weiter. Aber schade, der hintere Heckspoiler, klar, der ist klein, aber ich hätte gehofft, man könnte den einstellen. Hat der Mist endlich geladen? Weiß nicht, was er groß lädt. Jawohl. Das werde ich dann hoffentlich alles rausschneiden. Das ganze Gewarte. So, ihr seht, Anforderungen auf Unschlagbar.
Ich werde wahrscheinlich da verkacken, aber... Zack, zünden die Torus und schon kriegen wir einen richtig kraftigen Boom. Man darf nicht... Ihr seht, wie instabil ich auf der Hinterachse bin. Das Handling ist auch nicht gerade überragend, obwohl es in Muscle Car geht vielleicht. Fällt auf die Innenanscheide. Oh, da hat man... Ah, ich habe auch gleich eine Schwierigkeit. Okay, die sind etwas größer. Das ist halt das Problem. Also erstmal ein richtig sauberer Riss, der mir nichts gebracht hat. Nach dem Rennen machen wir einen 800-Aufbau, das heißt, ich werde hier alles zurücksetzen. Aber keine Sorge, ich werde dieses Tuning speichern, das heißt, ich kann es immer wieder wechseln, je nachdem, was ihr sehen wollt. Aber meiner Meinung nach ist dieses Ding zwar fahrbar, aber ihr seht ja, das Ding bricht aus. Wenn man zu stark einlenkt, bricht das aus. Bricht das aus. Das gefällt mir im Moment gar nicht, aber wenn ich schnell in die Kurve einlenke, dann trifft mich weg. Ich da. Seht ihr, diese Linie, die richtig. Also das Handling ist nicht gerade gut. Eine Fortschritt. So. Ah, weg. Nein, geht nicht. So, erstmal ein Foto machen. Von unserem wunderschönen Ford Mustang. Zack. Foto gemacht. Das Heck ist auch nice. Aber das lassen wir in... Obwohl, nee, no. Können wir schon ein schönes Bild daraus machen. Zack. Und dann haben wir alles. Ich warte nur noch, bis er das Bild gemacht hat. Jawohl, und jetzt... Können wir uns irgendwie wieder gerade biegen? Ja, halbwegs. Vierter? Och nö. Das war blöd, aber gut. Ich habe ja auch am Ende ein bisschen Mist gebaut. Nee, Quatsch. Ich war schon immer Vierter. Alles gut, alles gut. Der andere ist eine. Alles gut. Ich habe es doch nicht so verkackt, wie ich dachte. So, würde ich mal sagen, teleportieren wir uns wieder zurück. Speichern das Tuning. Öffentlich würde ich es nicht machen, weil ich bin kein Tuner. Also zumindest kein Feintuner. Ich bin nur ein Dings Motorswap-Wechsler und so weiter Getriebe. Aber sonst kenne ich mich da in der Materie nicht aus. So, Tunings. Nee, Quatsch. Machen wir es anders. Hier. Feintunings. Nein. Feintunings. Save Tunings. Dann speichere ich das hier. Das nennen wir das. Nein! Ich wollte es umändern. Ich habe aus Versehen auf Enter geklickt. Also. Nein. So. Save Tunings. Ne, machen wir es anders, machen wir es anders, machen wir es anders. Mann, einen Moment. So, jetzt setzen wir hier alles zurück.
Jawohl. Und jetzt machen wir... Ich habe das andere Tuning gespeichert, zeige ich euch gleich. Ich setze das hier erstmal zurück. Wäre jetzt übel, wenn ich es nicht gespeichert hätte. Muss ich halt vom Videomaterial... Hier. My Tunings. Und da wäre unser Ford hier. Gut. So, jetzt geht's aber um ein 800-Tuning. Und zwar machen wir hier... Ohne Bodykit. Will ich immer noch nicht. Dann die Semi-Slicks. Dann die wichtigsten Sachen rein erstmal. Getriebe. Einstellen, wichtig. Differentialsperre, Kupplung. Differentialsperre macht eigentlich gar nichts vom EI-Wert. Kupplung ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, damit wir hier bessere Schaltzeiten haben. Dann hier Federung. Zack. Dann machen wir natürlich Stabis rein. Jetzt kommen wir schon eigentlich ans Ende von 800. Dann Bremsen natürlich. Sind auch sehr, sehr wichtig. So, jetzt merke ich schon das Problem. Semislicks habe ich drauf getan, das ist gut. So, dann würde ich mal sagen, machen wir hier die grundsätzliche Ver... Zack. Nein! Ach Mann! Zack, so ein bisschen verbreitern, nicht so übertrieben wie beim anderen. Zack. So. Dann habe ich eigentlich alles. Welche Klasse sind wir jetzt? Ja. Würde ich mal sagen, nehmen wir den Serienmotor. Bauen da auf jeden Fall Nockenwelle ein. Dann noch. Das übersteigt das dezent. Nee. Da muss aber Bremsen jetzt runtergehandelt werden. So. Der Auspuff ist schon wichtig. Und dann können wir hier vielleicht, keine Ahnung, hier das hier einbauen. Ah! Ja, habe ich mir schon beinahe gedacht. Hallo? So. Ich will das aber genau haben. Jawohl, da war's. Da war's. Oh, können wir auch sogar das hier einbauen? Perfekt. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mit 577 PS, 1,6 Tonnen, also fast 1,7 Tonnen. Also haben wir, glaube ich, nur circa 40 Kilo verloren. Und, ja, 800 halt. So. Und 10.000 musste ich ausgeben, weil ich vom Rest auch viel Geld ausgegeben habe. So, jetzt würde ich mal sagen, wir machen das Rennen, beziehungsweise gucken, ob er sich angenehmer fährt. Weil letztes Mal war es ja so, beziehungsweise da war es ja so. Bitte, wie angenehm der fährt. Ich finde den auch auf 800 viel, viel... Was jemand ganz schön wegdriftet. Ich finde den auch auf 800 viel... Viel angenehmer, sorry. Warum ruckelt's denn jetzt? Ich check's nicht. Einen Moment, Leute. Ich verstehe wirklich nicht, warum es hier gerade so ruckelt. Ich habe jetzt mal die Aufnahme neu gestartet. Also die alte habe ich natürlich gespeichert, die Aufnahme. Habe ich eine neue gemacht. Und jetzt das erste, was ich machen würde, ist das Getriebe. So, das ist nämlich hier wieder viel zu lang. Ja, was anderes? Was soll ich anderes einstellen? Ich habe doch gar keine Ahnung. Also vom Spiel schon, aber... Gut. So, wir gehen zum gleichen Rennen. Das war das hier. Und fahren das Rennen nochmal mit dem hier. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video.
Ich habe vergessen, dieses Tuning zu speichern. Mache ich danach. Danach speichere ich das Tuning. Das wir jetzt testen, ob es funktioniert. Und dann habe ich einen Maximalaufbau mit S1 875, was glaube ich. Und einen sinnvolleren Aufbau mit 800. So Leute, es hat fertig geladen und wir sind auf der gleichen Strecke unterwegs. Und abwarten. Jetzt haben wir natürlich deutlich einfachere Gegner, auch ein deutlich schwächeres Fahrzeug, ist wahrscheinlich über 500 PS Unterschied. Der fährt sich auch deutlich angenehmer. Deutlich angenehmer fährt er sich. Ja, natürlich nicht wie so ein McLaren P1 oder wie so ein Sesto Elemento in der Vorsilbischen. Er fährt sich deutlich angenehmer. Wir kommen trotzdem nicht hinterher. Das scheint nicht an der überstarken KI liegt, weil ich habe alles wie erwähnt auf unschlagbar gestellt. Ah, und jetzt komme ich. So, hier müssen wir aber leider atmen. Hey! Schnappt er mich einfach. Hey! Was ist er denn? Also auf eine Dodge ein Heckspoiler zu tun. Also so eine. Ich weiß ja nicht. Also generell diese Force Heckspoiler. Genau zu sein, sind die einfach nur Mist, meiner Meinung nach, weil manchmal hat sich der Entwickler was Cooles ausgedacht bei den Spoilern oder so, aber hier jetzt irgendwie nicht. So, ich komme irgendwie nicht ran, obwohl ich nach 100 Auto habe, aber ansonsten fährt er sich relativ gut, also so für Online-Rennen könnte ich mir das Ding gut vorstellen. Ja, 800. Kann ich mir das Ding gut vorstellen für Online-Rennen. Kann ich gut mithalten. Es geht ja nicht immer ums Gewinnen. Also doch, in Rennspielen ist es natürlich sinnvoll zu gewinnen. Aber ich meine, grob spielt habe ich auch kein Problem, dass ich irgendwie in der mittleren Reihe bin und irgendwie zwei oder drei Online-Spieler vorne sind und ich dann so ein bisschen das Feld verteidige. Übrigens, wenn ihr in einem Online-Spiel seid und dann dort Lacken soll findet, wisst ihr, ich mach mit. Dann könnt ihr euch freuen, dass ihr als Teamkollegen lägen soll habt. Oder halt euch ärgern, dass ihr als Gegner lägen soll habt. So, wieder nur Vierter. Zack. Also das Tuning war vergleichsweise besser. Aber ich spiele halt auch auf unschlagbar, da bin ich auch vierter Platz. Finde ich auch vierter Platz ganz gut. Dann würde ich sagen, dann gehen wir zurück in die Garage. Und dann würde ich sagen, ich lade, also ich lasse jetzt nicht hoch, obwohl wahrscheinlich habe ich es unwissend getan, aber ich speichere es mir selber, zack, Save Tuning und das nennen wir dann 800. Ja. So, ich hab's maximal. Tuning habe ich. Bevor. Ich schreib's lieber richtig aus. Vorerst googeln und danach. So, ich habe herausgefunden, wie man Tuning schreibt. Auf jeden Fall nicht so. Tuning schreibt man so. Mann. So, ist richtig. Jawohl. 800 Tuning speichern. Achso, jetzt habe ich es geteilt. Gut, jetzt haben wir beide Tunings. Das 800 Tuning.
Und das, ja, Maximalaufbau. So, und dann würde ich sagen, ich fahre raus und dann verabschiede ich mich. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht, wenn ihr noch ein Tuning drehen wollt mit dem Breitbau-Kit, dann lasst uns, schreibt gerne einen Kommentar, sagt, hey, Micha, können wir Breitbau-Kit machen? Und wenn jemand das schon geschrieben hat, lasst gerne den Kommentar ein Like da, damit ich sehe, wie viel so ein Breitbau-Kit haben wollen. Ich habe kein Problem, dass wir noch ein Breitbau-Kit dran tun. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss. Das Gläck im Lohr.